Galvin hat dieses stolze Tier ein passendes Ende gewählt. Er beugt seinen Kopf zu dem Hirsch und beginnt atemlos zu singen, hört dann aber Pupp auf. Bitte verzeih, ich soll ihn mit vollem Mund beten. Was führt dich hierher? Other than the delicious venison, new trees to document, new animals to sketch, new sights to be seen. I've learned as much as I can from the druids of my circle. I'd rather wander and learn than take root and stagnate. Ich meine außerköstlichem Wildfleisch, neue Bäume zu dokumentieren, neue Tiere zu zeichnen, neue Sehenswürdigkeiten zu sehen. Ich habe so viel, ich konnte von den Druiden meines Zirkels, gelernt. Ich würde lieber durch die Gegend ziehen, als Wurzeln zu schlagen und zu stagnieren. So if you're traveling the Deerwood and need another set of hands, I'd welcome the safety of a group. Wenn du also den Dürrwald bereist und noch ein paar Hände gebrauchen kannst, dann würde ich mich gerne in die Sicherheit einer Gruppe begeben. Er grinst breit, als er das sagt. Fahr fort. I'm trained by the celebrants of Hawk and Ivy of the Fisher Crane Tribe. I know more than my share of nature magic. And, well, I don't shy away from a good fight. Ich wurde von den Zelebranten der Habsicht und Efeu-Zirkels des Fischer-Kranich-Stammes ausgebildet. Naja, klingt wie wirklich druidisch kompliziert. Ich weiß mehr als genug über Naturmagie und naja, auf seinem Gesicht macht sich ein spitzbübisches Grinsen breit. Einem guten Kampf gehe ich jedenfalls nicht aus dem Weg. Ich habe Business mit den Druids, die live near Twin Elms. Solange wir find ourselves there eventually, I'm happy to follow along. Ich habe etwas bei den Druiden zu erledigen, in der Nähe von Zwillingsohren leben. Solange wir jetzt endlich dorthin kommen, werde ich dir gerne folgen. Wir kommen in der Gruppe. Er schießt nach vorne und fasst dich bei den Seiten. Wunderbar, es wird mir eine Ehre sein, mal wieder mit einem Rudel umherzuziehen. Ja, der hat auch den Bug. Ich heuer ihn mal an. Ich kann ihm nämlich jetzt selber ableveln wieder. Genauso wie ich das bei Sagani konnte, was ich eigentlich gar nicht wollte. Aber hey, machen wir das mal. So, du hast Überleben. Du kriegst erstmal Athletik höher. Wildschlag, Verbrennung. Das Wissen des Druiden über die Mächte der Natur ermöglicht es ihm oder ihr, beim Gestandwandeln zusätzlichen Verbrennungsschaden zuzufügen. Offensiv, Defensiv, Unterstützung. Oh, du nimmst mal Feldlazarett. Gut, nächste Stufe. 6 Punkte. Einmal Athletik wieder. Ein Druide kann auch Wissen gebrauchen. Da sind neue Zauber, keine Talentfreischaltung. Nächste Stufe. Wissen, Überleben mal 2 Punkte. Bonuszauber ist immer gut. Du benutzt gern eine Pike, wie ich sehe. Das sollten wir dir als nächstes geben. Athletik, Überleben. Wissen. Mal ein bisschen Heimlichkeit. Wildschlag Frost nehmen. Nee, halt, wir wollten offensiv nehmen. Das weg. Abenteurer. Panzerbrecher Streitaxt. Ritter. Kampfschwert. Edelmann. Degen, Dolch, Stab. Speer, Kampfstab, Jagdbogen. Säbelstilett, Knüppel. Pike, genau. Waffenschwerpunkt Soldat. Nächste Stufe. Überleben. Und erledigt. In was auch immer du dich verwandeln kannst. Ein Stelgier. Ah, du hast dich in ein Stelgier verwandelt und das Tier gerissen. Okay. Und du hast Zauber. Wildtier bezaubern, tanzende Blitze, Mal der Natur, Kraft der Natur, Sonnenstrahl. Hast du einen Heilzauber zufällig? Er zieht der naturstärkende Kraft und bewirkt bei Gruppenmitgliedern einen sanften Regenerationseffekt und erhöht ihre maximale Ausdauer. Ja, sowas in der Richtung.
Geringe Fäule beschwören, okay. Geschmack der Jagd, Holzhaut. Ja, das ist das Pendant zur Rindenhaut, nehme ich an. Zerfall des Herbstes. Ja, Heilung ist eh irgendwie überbewertet. Zwillingsstein. Das klingt immer noch übelst. Und was haben wir hier? Mondquelle. Ausdauer vom Bewegungsbereich generiert, würde sie einen geringen Bonus. Oh ja, das ist Heilung. Das klingt immer gut. Ja. So, da müssen wir mal uns ein bisschen neu platzieren. Ja, du stehst gut da, wo du bist eigentlich. So. So, außerhalb kannst du im Kampf, im Nahkampf helfen. Außer du hast eine Fernkampfwaffe auch noch. Du benutzt Zauberstäbe. Wie ist dir beliebt? Understood. So, gucken wir uns mal weiter um. Und ich finde den kleinen Lindwurm, der mir da hinterher flattert, richtig putzig. Hallo, Ruinen. Ich habe... Ah, das ist der versunkene Templus. Okay, ich habe Schmelztiegelritter entdeckt. Hm. Auch gut. Ein Reh. Templus, das sind irgendwelche, klingt wie Templer irgendwie, muss ich sagen. Und noch ein Reh, die scheinen mir aber nicht feindlich gesonnen zu sein. Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Du mach mal irgendwas Tolles. Kannst doch sicherlich irgendeinen Zauber. Explodierende Flammen. Schneesturm. Erzeugt einen heftigen Eis- und Schneesturm, der jeden im Wirkungsbereich langsam Frostschäden zufügt und seine Angriffsrate verringert. Die Nahkampfwaffe des Zauberwirkens wird zu einem idealen Jagdinstrument. Holzhaut. Insektenschwarm. Na. Wenigstens. Okay, mach mal Zwillingsstein. Okay, den habe ich mir prickelnder vorgestellt. Schadet mir das eigentlich bei den Templern? Nein, bei den Schmelztiegelrittern bin ich immer noch ein Held. Hallo, mach mal was. Okay. Der Anführer der Expeditionstruppe ist schon mal weg. Könnt ihr mir mal den Justizitar vom Hals schaffen? Okay. Nicht so, wie ich es gewollt habe, aber es hat irgendwie geklappt. Umhang der Abwehr. Hier bitte für dich. Eine gute Pike. Nimm du die auch mal. Schmelztiegel Plattenpanzer. Ich weiß nämlich nicht, wie gut deine Pike ist. Oh, das ist ein Speer, den du hast. Okay, da ich dir jetzt Pike gegeben habe, nimmst du die Pike und nimmst den Umhang. Und wir haben etwas Geld noch gefunden. Gut.
Das heißt, das hier wird wirklich der Tempel sein, in dem wir für die Abenteurer eindringen sollen, für die Abenteurer-Gilde, dessen richtiger Name mir leider jetzt entfallen war. Das ist nämlich die Bronze unter dem See. Ja, halt die Abenteurer von den Dutzenden. Ich glaube, die gehören zu den Dutzenden. Ich hoffe wirklich, dass mir das nicht geschadet hat bei den Schmelzsiegelrittern. Nein. Weil ich will nicht so nicht noch mehr Feinde haben. Mir reicht's, dass das Haus Domenel mich hasst. So, jetzt will ich erstmal hier runter gucken. Hier gibt's nichts. Hier ist Wasser. Gut, hier ist Wasser. Das heißt, alles, was hier unten ist, können wir gar nicht anschauen. Nö, wir kommen nicht darunter. Theoretisch können wir da weiter, aber im Augenblick ist da alles überflutet. Wohin können wir von da aus? Keine Ahnung. Sehr toll. Dann würde ich vorschlagen, wir gucken mal in diese Ruine hier rein. Aus purer Neugierde. Die helle Sonne wirft ihr Licht auf ein Muster auf dem Boden. Du kniest dich nieder, um es näher zu betrachten. In den Stein hier wurden einige einfache Formen geritzt. Eine kleine kreisförmige Einkerbung markiert die Mitte, umgeben von einem sehr viel größeren Kreis, über den zwei Kreisen scheint etwas geschrieben zu stehen. Die Schrift untersuchen. Die gekrümmten, seltsam verdrehten Runen kommen dir seltsam vertraut vor. Du erkennst sie als altes Inventarianisch. Sie bedeuten, alle Dinge enden, nur um vom Neuen fortgesetzt zu werden. Tritt in der Abenddämmerung ein, auf dass wir alle eine neue Morgenröte erleben dürfen. Den äußeren Kreis betrachten. Mehrere Formen sind entlang des äußeren Rings eingeritzt. Die meisten sind zwar verwittert, doch über der Mitte erkennst du einen Halbmond. Die kreisförmige Einkerbung. Die Einkerbung ist nicht sehr tief, scheint jedoch genau die Größe der Antra-Scheibe zu haben, die du vor den Riesentötern erhalten hast. Die Scheibe einlegen. Der Stein passt in die Einkerbung, aber da nichts ihn an Ort und Stelle hält, fällt er wieder heraus. Du hast das Gefühl, dass du etwas falsch machst. Eine Weile warten. Du wartest einige Stunden und beobachtest, wie die Sonne die Bahn am Himmel zieht. Kann ich jetzt einlegen? Na, dann warten wir noch eine Weile. Du wartest einige Stunden und beobachtest die Sterne über dir glitzern und funkeln. Der Stein gleitet mühelos in den Platz und du spürst, wie Luft in winzige Stücke in der Einkerbung strömt. Der Stein scheint jetzt fest an Ort und Stelle gehalten zu werden. Unter den Füßen hörst du, wie sich die Steine verschieben, dann rauscht plötzlich Wasser. Das Becken vor dir beginnt sich zu leeren. Wow, sogar richtig schön animiert. Jetzt können wir auch mal gucken, es ist ja Nacht, ob sich bei der Dunkelheit... Oh, wir haben sogar gerastet in der Zeit. Das ist ja cool. Das Wasser wird sich hier aber nicht verkrümelt haben. Es wäre zu schön, dass jetzt Ebbe wäre sozusagen. Nein. Das sieht fast sogar schon so aus, als ob das Wasser noch höher steht. Schade.